Kiro geht es verhältnismäßig gut. Die Wunde heilt. Er hinkt auch nicht. Er spielt mit seinen Geschwistern. Und es ist faszinierend zu sehen, dass die Natur es so eingerichtet hat, dass auch solche Sachen heilen, dass keine Entzündung reinkommt, dass keine Maden sich bilden und ja, dass sie sich gegenseitig helfen. Ha ha ha.